Ja, Freunde, weiter geht's. Ja, das dauerte nicht lang. Da hat's wieder angefangen zu piepen. So 2 Sekunden oder so. Da denkt man, man hat mal ein bisschen Ruhe, kann jetzt mal in Ruhe die Folge beenden und dann fängt's gleich wieder an zu tröten und zu piepen und sonst wie. So, an der 1 hängt auch einer dran. So, jetzt hör auf zu kämpfen und komm ran. Der möchte nicht. So, das ist aber ein Prachtkerl. So, jetzt hör auf dich zu sträuben. Du hast eh keine Chance. Meine Fresse nochmal. Schluss jetzt. So ein Arschloch. Ich schmeiß dich doch eh wieder rein. Ich will nur die Punkte. So, geht doch. Damit sind wir Platz 79. So, schnell die 1. So, Platz 74. Sieht auch gut aus. Auch wenn ich finde, dass eine Stunde fast ein bisschen lang ist. Also wenn das jetzt ein Einzelwettkampf wäre, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier auch 7 Mal ansitzen muss quasi und das ist dann wieder ein bisschen lang. 7 Stunden für so ein popliges Turnier. Entschuldigung, aber das geht eigentlich gar nicht. Finde ich jetzt ein bisschen heftig. Jetzt ist jetzt auch nicht das spannendste Spiel. Also die eine Session, die wollte ich halt schon ausprobieren, aber das mache ich nicht 7 Stunden lang, Leute. Das wären ja 20 Folgen noch. Nur für das eine Turnier. Ach komm schon. Rein da mit dir. Geht doch. So, 99,6. Wenn man das mal so hochrechnet, wenn wir jetzt in der zweiten halben Stunde auch wieder 100 Kilo schaffen, dann sind wir bei 200. Und das mal 7, können wir auf 1400 kommen. Also wir sind eigentlich wirklich gut dabei. Platz 1 hat 1250. Auch wenn ich nicht genau weiß, ob er logischerweise jetzt schon alle 7 Sessions verballert hat, aber ich gehe einfach mal davon aus. Also wir sind hier wirklich ziemlich gut unterwegs. Auch wenn das jetzt passiert ist. Ja, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Zeit abzuwarten. Dass irgendwas passiert. Aha. Lebenszeichen. Oh, bei der 1 und der 2. Und ich glaube auch bei der 3. So, der ist sehr hartnäckig. Machen wir gleich.
So, ja, kleiner Fisch. 1,5 Kilo schätze ich mal wieder so um den Dreh. Ja, das haben ja fast alle von denen. So, probieren wir unser Glück nochmal bei A1. Oh ja, der ist groß. Den nehme ich gerne. Wow, Hammerteil. Das ist, glaube ich, einer unserer besten. Der hat ja, glaube ich, 8 Kilo fast oder 7, irgendwas. 6,05. Okay, dann ist der, sind die 1,5 von dem anderen noch mit draufgerechnet worden. Schade. So, Kollege, du entkommst doch eh nicht. Mach doch nicht so ein Terz hier. Als wenn das irgendeinen Zweck hätte. 112,5. Das ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. So, die 1 wieder. So, der kommt auch so ran. Manchmal muss man schon nachhelfen. Vor allem auf den letzten Metern. Aber der ist wieder ein kleiner. Also. Oh. Sorry. Falsche Taste. Ja, das hat man direkt gemerkt. Der konnte sich nicht wirklich wehren. Aber mich interessiert auch, wie viele Punkte wir schon haben, ne? Ja, ist egal. Da ist er eigentlich gar nicht so schlecht. So, den brauchen wir nur einmal kurz kurbeln und der ist ja schon fast da. Na komm. Meine Güte. So, das war aber auch das Mindeste, dass da jetzt so ein großer Bei rauskommt. Gucken wir mal. 6 Kilo. Sehr nett. So, hier geht's weiter. Fließbandarbeit. Also über geringe Beschäftigung dürfen wir uns nicht beschweren, ne? Kollege, Schluss jetzt, reicht. So, da wurden wieder zwei dazu addiert. Der hier dürfte auch so bei jetzt 5, 6 Kilo sein, glaube ich. 5,4. Wenn wir uns beeilen, können wir sogar noch das nächste Level schaffen.
Ja, die ist leider gerissen. Und bei R3 ist schon ewig gar nichts mehr passiert. Und dabei wird es auch erstmal bleiben. Ah, der gibt wieder ziemlich nach. Das ist ein kleiner. Genau. So, dann können wir jetzt mal bei R3 gucken, was hier los ist. Ach, die ist jetzt hier vorne. War die nicht eben noch ganz vernünftig? So, die zwei. Wollte gerade sagen, wäre ja auch zu viel, wenn wir mal kurz 20 Sekunden keinen dran haben. Das ist ein schwerer. Der macht uns das Leben auch ein bisschen schwerer. Komm schon. Ja, genau. So. Jawohl, gerade noch erwischt, sehr gut. Der ist bestimmt gut schwer, also auch mindestens wieder 5 bis 6 Kilo. Ja, 5,2. Sah mir schwerer aus. Hat auf jeden Fall stärker gezogen, als ich dachte. So, bevor der hier sich verkrochen hat, im Gemüse da hinten. So, das geht ja wieder hier wie am Fließband los. Und wir sind schon bei 48. Sechs,1. Ja, könnte ein neuer Rekord sein für uns. Guter Wurf. Ja, und das Ziel bei mir sind eigentlich so schon so um die 200 Kilo für die Runde. Können wir sicher sein, dass wir ein richtig gutes Setup haben. So, der hat auch wieder 5, irgendwas, denke ich. Oder vielleicht sogar 6. 5,2. Ist nicht der erste. So, selbstverständlich wieder die zwei.
So, das ist ein kleiner. Ah, wobei. Nee, jetzt glaube ich es nicht mehr. Ah, der war erst ziemlich willig, aber jetzt mag er nicht mehr. Ja. Ach. Das ist schon wieder zu tief. Ja, da haben wir ihn. Sehr schönes Ding. Über 6 Kilo, glaube ich. Gucken wir mal. 6,1. Sehr schön. 150 Kilo und noch eine Viertelstunde. Ja, das, da sind wir ja mitten im Plan. So, die 1 können wir nochmal weiter. So, die 3 enttäuscht mich immer ziemlich. So, im Gegensatz zu der 2. Ah, der kommt wieder sehr, sehr nah ran an uns. Wohl wieder ein kleinerer. Meine Fresse, der macht hier aber ganz schön Alarm. Dafür, dass er so klein ist. Oh, ist das süß. Halber Kilo? Ja, vielleicht einer. 1,7 sogar. So, der ist ganz schön weit weg. Ja, und ich würde sagen, ich hole den rein und wir machen hier ein kurzes Päuschen wieder. Bis dann, Leute. Nächste Folge geht's hier weiter.